Hallo Volleyball-Freaks, ich bin der Timdorf. Geiles Wetter, volle Hütte, aber noch viel geiler ist, ich habe die frisch gebackenen deutschen Beachvolleyballmeisterin neben mir, Isabel Schneider und Viktoria Bieneck. Muss ich euch kneifen oder realisiert ihr das Ganze schon? Ja, ich glaube, es dauert ein bisschen. Aber wenn dann ja, die Familie und das Team alle auf einen Zug herankommen, dann merkt man es doch. Ihr habt jetzt 10.000 Euro Preisgeld, ja. Habe ich gelesen, und erfüllt euch jetzt einen großen Wunsch. Also ich würde zum Beispiel, würde mir einfach jetzt mal einen richtigen Wellness-Tag gönnen. Was würdest du? Einen Wellness-Tag gönnen. Einen Tag? Mindestens einen. Also ihr habt wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, für mich war ehrlich gesagt der größte Wunsch, deutscher Meister zu werden. Vor ein paar Jahren saß ich hier beim Finale auf der Tribüne und dieser Wunsch, einmal ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, den haben wir uns gerade erfüllt, und es ist unglaublich, ich kann es auch eigentlich noch gar nicht realisieren. Muss ich doch kneifen. Ja. Und wir gucken, wie wir uns belohnen, das wissen wir noch nicht. Wir haben ein bisschen freie Zeit jetzt nach dem Turnier, da freuen wir uns sicherlich drauf, und unglaublich. Eine Frage zum Spiel. Die Gegner sind ja kontinuierlich über dich gegangen im Sideout. Wie schaffst du es, das zu halten? Also das ist ja eine große Kunst eigentlich, da im Sideout stabil zu bleiben. Ja, das ist, glaube ich, weil dass man gut separiert zwischen dem Sideout und den einzelnen Aktionen und dann auch immer wieder den vollen Fokus hat, wenn man selber im Aufschlag ist und was ja die Aufgabe im Block dann ist, und dann wiederum zurück in den Sideout. Kräftemäßig ist das eigentlich kein Problem, da sind wir ganz gut trainiert, und deswegen, ich mag das sogar ganz gerne, weil dann bin ich richtig gut im Spiel und dann, ja. Ja, gerade im Sideout habt ihr drüben Kim ganz gut unter Druck gesetzt ab der Hälfte des ersten Satzes. Und wie trainiert man das? Guckt ihr euch vorher eine Taktik aus, kriegt ihr das von Trainern gesagt, oder wechselt ihr auch während des Spiels selber? Weil ihr kriegt ja keine Coachings von außen mehr während des Spiels. Ja, genau. Vorm Spiel besprechen wir uns mit unserem Trainerteam, wie wir das Spiel angehen werden, und was Tori und ich aber auch häufig machen, sind im Spiel noch mal einige Anpassungen, und wir haben da auch nach den ersten paar Punkten noch mal ein wenig was für uns verändert, und dann hat Tori sich gleich ein, zwei Blocks geholt, wir konnten noch mal einen in der Abwehr rauskratzen und konnten dann eben auch, glaube ich, auf 16-12 oder so davonziehen, und ich denke, das ist der Schlüssel. So, die letzte Frage. Party musst du dir ja gestern wahrscheinlich sausen lassen. Haben wir gemacht, ja. Heute große Party nachgeholt mit dem Team? Ja, also wenn ich ehrlich bin, trifft es uns ein wenig unvorbereitet. wir planen das dann jetzt mal. Oder ganz ungeplant, irgendwo hier gibt es ja ein paar gute Kneipen. Ja. Okay, vielen Dank, viel Spaß. Danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.